Lieben, ja, ich wollte euch heute mehr von meinem Vorgarten zeigen. Es ist heute stürmisch. Ich hoffe, dass es klappt. Ich weiß es nicht. Aber ich wollte euch diesen Cheyenne Mountain zeigen, weil einige oder einer, jemand hat diesen Cheyenne Mountain sehr gut erkannt. Und ich möchte euch das heute zeigen. Ja, das ist vor meinem Haus. Und da geht es die Straße runter. Hier ist dieser Cheyenne Mountain. Ja, da gehe ich da immer über die Straße und ja, da hinten gehe ich dann rein und dann kann ich da den Berg hochgehen. Und das ist der Berg. Ja. Der Cheyenne Mountain Berg. Ich gehe jetzt mal wieder rein. Tut mir leid, aber ich habe keine bessere Kamera. Es ist, wie gesagt, heute ganz schön windig. Und ja, dieser Berg ist ausgehöhlt. Ja, sein militärischer Stützpunkt war schon sehr lange. Heute nicht mehr, glaube ich. Heute ist mehr im Ruhestand, aber es wird sicher sehr viel drin gemacht. Und zwar, ja, der ganze nordamerikanische Luftraum wird da überwacht. Und ihr wisst ja, während dem 9.11. da, also 11.9., da wurde auch dieser Luftraum von hier aus überwacht. Wo das jetzt genau ist, weiß ich nicht. Es gibt ja hier noch eine andere Luftwaffenstützpunkt, etwas weiter weg hier, nicht weit, nicht zu weit weg. Und da ist auch unterhalb natürlich, haben die ganz viele ausgebaut, die Bunker da unten. Und ich denke halt, dass da eben jetzt diese ganzen Computer und so sind, die den Luftraum überprüfen. Ich weiß nicht insgesamt, was da in diesem Bunker drin ist, also hier in dem Berg, der heißt ja NORAD und ich war schon, das gibt zwei Eingänge, ja, ein Haupteingang und ein Nebeneingang und ich war schon über diesen Gängen am Berg oben, man konnte runterschauen zu diesen Gängen, es war wirklich, also wo zu dem Eingang, wirklich toll. Man sieht es oft in Filmen, diesen Eingang, ja. Wird öfter also eingebaut in Filmen, wie zum Beispiel, ich glaube, Independence-Tag, Unabhängigkeitstag, vor langer Zeit, Will, what's his name? Ich weiß gar nicht mehr, wie der geheißen hat, der ganz berühmte mit diesen Aliens, mit den Außerirdischen. Aber ganz egal, und ja, da wohne ich und der Berg ist ausgehöhlt und also unwahrscheinlich und er ist sogar aufgebaut innen auf Spulen, also auf damit dass wenn sollte es ein Erdbeben geben, dass es halt geschützt ist drin. Da ist auch ein See drinnen, ja. Ja, einen See für eben Trinkwasser, ne? Und ja, die haben das Wasser hier abgeleitet von uns, damit sie Wasser da drin haben. Aber es soll sehr, sehr groß sein. Ich war noch nie drin, aber ich war, wie gesagt, ich bin schon sehr oft oben drüber gegangen. Also, dass ich halt oben runter geschaut habe auf die Eingänge. Naja, das wollte ich euch zeigen. Ich hoffe, dass es geklappt hat. Ich weiß nicht. Ich hoffe, dass es gut herausgekommen ist. Ja, der Berg ist gleich neben Colorado Springs. Und dann geht, wie gesagt, weiter hoch zu dem 4000er Berg, der heißt Pikes Peak. Und Pikes Peak kann man hochfahren. Ja, da geht eine Straße hoch. Das ist, die haben ganz neu, da ist oben so ein Haus, halt für Touristen. Und da geht auch eine Bahn hoch, so eine Seilbahn. Von Manitou Springs aus. Ist also hier eine wirklich tolle Gegend. Man kann hier sehr viel unternehmen in
also wo ich wohne hier, Colorado Springs, Canyon City und Denver. Und dann geht man halt hoch, geht man in die Berge hinein. Und wir haben ja hier in Amerika, also in Colorado, ich glaube 52 4000er, ja, Berge. Und ja, wie gesagt, mir gefällt es hier sehr gut. Wir haben sehr große Trockenheit, schon jahrelang jetzt. Aber trotzdem ist es hier wirklich wunderbar. Wir bekommen mehr und mehr Leute von hier, von Kalifornien. Und das gefällt mir schon gar nicht. Es war früher wunderbar. Aber heute haben wir viel zu viele Leute hier. Deswegen bin ich froh, wenn ich dann wirklich abseits wohne, 15 Minuten von der Stadt weg, Colorado Springs. Und ja, wie lange von Denver? Ich denke, wir fahren so 1,5 Stunden von hier aus nach Denver, zum Anfang von Denver. Denver ist ja auch groß, eine große Stadt. Aber ja, ich wollte euch das nur etwas zeigen heute. Und vielleicht mache ich auch mal ein Video von meinem Weg, also von meiner Wanderung, die ich bin ja gleich hier im Staatswald und da wandere ich sehr oft. Ich kann auch sehr weit hochgehen, den Berg. Und ja, es ist wirklich ja eine schöne Gegend hier. Also, was machen wir heute? Ich habe mein Buch bekommen, das leider nicht auf Deutsch gibt. Aber die Bücher von Frank Viola gibt es ja. Ich habe gerade was gelesen. Meine Nichte hat mir geschrieben, noch gute Besserung für meine Nase. Ja, meine Nase wird etwas besser. Ich bin ja so froh. Aber ich habe es jetzt gerade gelesen. Die hat mir was geschickt. Aber ja, ich habe mein Buch bekommen von Frank Viola. Ja, des Insurgents, den Le das leider noch nicht auf Deutsch gibt. Aber ich denke, irgendwann wird es schon geben. Und zwar, es heißt Reclaiming the Gospel of the Kingdom. Das heißt Reclaim, das heißt wieder neu bekommen. Ich muss mal nachgucken, was das heißt. Ah, das heißt zurückfordern. Ja, zurückfordern. Das Evangelium, das Reich Gottes zurückfordern. Ja, schon ein interessanter Untertitel. Ja, das heißt, wir fordern wieder zurück, ja, das Evangelium vom Reich Gottes. Und warum schreibt er das? Ich habe angefangen zu lesen. Er hat gemeint, weil das halt in die Vergessenheit geraten ist, dass wir die wirklich das Evangelium vom Reich Gottes predigen. Ja, er hat gemeint, in den letzten Jahren, lass uns mal sagen, was ich ja immer sage, 100 Jahren, ja, wurde das Evangelium verfälscht oder umgewandelt oder, ja, was sagt man? Ich weiß es nicht. Verfälscht? Ja, ich denke halt immer, ist durchwässert. Ja, es wurde wirklich verwässert oder ich weiß es nicht. Ich sage ja immer, dass dieser Sauerteig in die Gemeinde kam. Ja, und ich habe es also nie genau sagen können, was da los war. Und ihr wisst ja auch, dass ich immer gegen Dispensationalismus rede. Ja, immer wieder, immer wieder. Warum? Weil ich halt weiß, Dispensationalismus hat das Evangelium oder die Theologie der Endzeit total kaputt gemacht. Und ich habe immer gedacht, ja, wenn sie das kaputt gemacht haben, was haben sie denn noch kaputt gemacht? Ja? Oder vielleicht, ja, zerstört, also versäuert, ja, mit dem Sauerteig durchsäuert, mit der Unwahrheit, ja, versäuert. Und er hat halt dieser Frank Viola hat festgestellt, dass das wirklich passierte. Das Evangelium wurde ab 100 Jahren falsch gepredigt. Früher hat man das Evangelium vom Reich Gottes gepredigt. Natürlich hört man das ab und zu schon noch, ne? Das Evangelium vom Reich Gottes.
Aber was predigt man? Predigt man wirklich, dass wir uns total absondern müssen von der Welt und dass das Reich Gottes anders ist als diese Welt? Oder hören wir, ja, ihr seid ja gerettet durch euren Glauben, also durch Gnade seid ihr errettet, ja? Und dann könnt ihr ja mit der Welt mitschwimmen. Ist ja egal, ihr seid ja sonst so gerettet. Und der Frank Viola hat es halt sehr stark gesehen, dass es deswegen passierte, wegen dieser Dispensationslehre. Er hat da gesagt, dass diese Dispensationslehre ganz besonders halt durch Moody, Moody ist eine christliche Universität, also sogar konservativ-christliche Universität, gepredigt. Und da wurde halt Dispensationslehre gepredigt. Ja, da wurde dieser Scofield sehr populär, oder dieser Scofield, dieser Kommentar von der Scofield-Bibel sehr verbreitet. Und von da aus ging es halt in alle freie evangelischen Gemeinden, weil gerade da wurden halt gerade die Pastoren ausgebildet, ja, die, ja, tollen Pastoren, die halt dann diese Lehre in die verschiedenen Gemeinden gebracht hat. Und da kam dann halt auch diese durchwässerte oder durchsäuerte Evangelium wurde das gepredigt. Das hat auch schon, ja, Billy Graham dann weitergemacht. Ja, das heißt, ja, wir sind gerettet durch den Glauben, Halleluja schreien, es tut uns leid, ja, und ja, Umkehr, und dann gehen wir nach Hause und machen genau den gleichen Trott weiter wie vorher. Ja, wir leben kein Deut anders. Ja, es wird nicht dann angesprochen, dass man sich da ändern muss im Reich, wenn man zum Reich Gottes gehört. Dass wir nicht, ja, Bürger dieser Welt mehr sind. Wenn wir Jesus angehören, gehören wir nicht mehr zu dieser Welt. Und dann haben wir eine ganz andere Anschauung von der Welt. Ja? Er gibt gleich am Anfang uns eine Definition von der Welt und wie die Welt. Ich muss jetzt gerade mal gucken, ob ich es finde gleich. Wie halt die Welt geregelt wird und wie das Königreich geregelt wird vom Gott. Ja? Und zwar, das weltliche Reich wird immer durch Macht geregelt. Immer. Das ist immer Macht, ja? Dass man immer alle Leute unter der Fuchtel haben muss, unterm Daumen. Ja? Und das wird dadurch erreicht, durch natürlich Macht, durch Angst. Was wir in den letzten 3 Jahren total gesehen haben. Angst. Wir werden euch Angst anjagen und durch diese Angst werden wir euch dann gleich eben die die Lösung geben, damit ihr keine Angst mehr haben braucht. Genau das haben wir gehabt. Sie haben uns in den letzten 3 Jahren Angst eingeflößt, obwohl das überhaupt nicht auf gar nichts gebaut war. Aber Hauptsache, die Leute glauben etwas, damit sie Angst haben. Es war gar kein Grund zur Angst und trotzdem haben es die Leute angenommen. Und dadurch konnten sie halt ihre Lösung einführen. Und das war, ja, ihr wisst, was das war. Und die Leute haben es angenommen. Warum? Ganz einfach, weil sie sicher sein wollten. Sicherheit. Das habe ich am letzten Video schon oder vorletzten Video schon besprochen. Was die Welt will, ist Sicherheit. Und Jesus gibt ihnen diese Sicherheit nicht, weil er halt ein Tier ist, weil es halt auf Vertrauen auf etwas gebaut ist, das man im Grunde nicht sieht.
und dass man nur wirklich erfahren kann, wenn man selber mit Jesus Christus verbunden ist. Dann kann man eben erfahren, wer Jesus ist und was er für uns tut. Aber das ist eine ganz andere Art, wie man halt mit Leben umgeht. Die meisten Menschen, die sind halt auf Dreidimensionalität gebaut. Und weil sie auf Dreidimensionalität gebaut sind, ja, primitiv, sie sind halt unheimlich, es tut mir leid, wenn ich das sage, wenn wir, ich hoffe, dass ich wieder niemand habe, der sich jetzt, wie nennt man das, ja, angegriffen fühlt. Aber das ist primitives Denken. Das ist dreidimensionales Denken. Ich kann nicht mich verbinden mit etwas, was ich nicht sehen kann. Wenn ich es nicht anfassen kann, aber ich, ja, oder riechen kann, schmecken kann, was weiß ich was, dann existiert es für mich nicht. Das ist primitiv. Ja? Ein Mensch sollte normalerweise fähig sein, höher zu denken. Ja, aber wir verfallen halt sehr leicht in dieses primitive Denken und dann, ja, brauchen wir halt Sicherheit. Dann halten wir uns in Sicherheit, weil wir Angst haben zu sterben, ja, und ja, das Reich Gottes aber ist auf was anderes gebaut. Es ist schon auf Gnade gebaut, weil nur Jesus Christus uns retten kann. Weil wir ja gefallene Wesen sind. Wir können uns nicht selber retten, ist doch ganz klar. Wir können nicht das und das und das tun und dann denken sie, wir sind gerettet. Das geht nicht. Ja, wir sind gefallene Wesen, also brauchen wir Jesus und er ist für uns gestorben, damit wir uns entscheiden können für das Reich Gottes. Damit wir angenommen sind bei Gott. Wir sind nur angenommen durch Jesus Christus. Und wenn wir dann einen Schritt tun, dass wir angenommen sind bei Gott, dann können wir auch in diesem Reich leben. Ja? In einer ganz anderen Weise leben. Okay? Und das Reich Gottes ist aufgebaut auf totale Freiheit. Gott übergibt es uns, uns frei zu entscheiden. Das ist genau, was wir jetzt haben. Aber das Schlimme dabei ist, Leute, dass weil wir halt in der Sünde stecken und diesem primitiven Denken, ja, ich sag's jetzt mal so, wie es ist, weil es ist ein primitives Denken. Wenn wir in der Sünde stecken, sind wir primitiv. Wir gehen dann nach dem Fleisches Lust. Davon habe ich in meinem vorletzten Video gesprochen. Ja, wenn wir nach der Fleisches Lust gehen, sind wir fast wie Tiere. Ja, wir sind unseren Instinkt untergeordnet sozusagen fast. Ja, fast. Aber wenn wir in Gottes Königreich leben wollen, dann sind wir frei, wir können frei entscheiden, wir können überlegen, was wollen wir. Wollen wir etwas Geordnetes oder wollen wir Sklaven sein von Unordnung? Ja, von Unordnung. Genau das ist nämlich, was Satan immer wieder und immer wieder kreiert. Unordnung, Zerstörung, ja. Aber er möchte auch totale Sklaverei. Totale Unterordnung. Und ich habe schon öfter gesagt, daran erkennen wir die zwei Systeme. Ja? Haben wir Freiheit, uns zu entscheiden? Oder werden wir gezwungen? Und wenn wir gezwungen werden, ganz egal welches System das ist, leben wir in dem System der Sünde. Ja? In dem System der Sünde. Und das hat er hier am Anfang nochmal ganz klar gemacht. Absolute Freiheit und Gottes, wie nennt man, Glory, ist Glanz oder, also das wäre dann, Glory ist Gottes Ruhm, ja, Gottes Ruhm, es wird durch Gottes Ruhm und durch Gott und totale Freiheit geleitet, das Reich Gottes.
Ja, es tut mir leid, dass ihr dieses Buch noch nicht bekommen könnt, aber ich werde euch ab und zu mal etwas davon erzählen. Ja, vieles von was er geschrieben hat, ist einfach Dinge, die ich selber schon einfach selber auch erfahren habe. Es ist nichts Besonderes. Ja, für mich war halt ganz besonders, dass er halt gemerkt hat, dass das Reich Gottes und das Reich der Welt anders sind und dass wir uns halt entscheiden müssen, wo machen wir mit? Ja? Machen wir mit dem Reich Gottes mit oder machen wir mit dem Reich dieser Welt mit? Und da müssen wir uns eindeutig entscheiden. Wir können nicht beides mitmachen. Natürlich muss ich dazu sagen, wir müssen manchmal, wenn es um zum Beispiel Arbeit geht, natürlich haben wir oft Arbeit, ja, die halt in Verbindung ist mit dieser Welt. Ja, und dann müssen wir das halt ja, so gut wie möglich vereinbaren. Und da gibt es halt dann immer Probleme, dass wir da mitgerissen werden. Und wir müssen dann sagen, bestimmt an bestimmten Stellen sagen, nee, da machen wir nicht mit. Ja? Und wir müssen halt auch dann auch wissen, dass wir uns ein Teil schon unterordnen diesem System gegenüber. Und die Bibel sagt auch, dass wir uns den Obrigkeiten in gewissermaßen unterordnen sollen. In gewissermaßen. Da, wo halt die Bibel anfängt, da hört auf, wo wir unter uns unterordnen. Und das ist ganz egal, wem gegenüber das passiert. Ja, wir unterordnen uns unter, ja, weil wir dadurch in Frieden leben wollen. Aber wir lassen uns nicht mitreißen. Und vielleicht ist das halt etwas, was wir auch vielleicht mal lernen müssen. Wir müssen das ansprechen und sagen, okay, wie weit können wir da oder ja, können wir da mitmachen mit weltlichen Dingen? Ja, wir brauchen eine Arbeit, um Geld zu verdienen. Wie viel Geld ist nötig? Okay? Und das Gleiche, wenn ich Kinder habe und ich lasse sie mitschwimmen mit dem Schulsystem, was ja in Deutschland man eh machen muss, ja? Da habt ihr vielleicht gar keine andere Wahl, aber ganz ehrlich, hätte vielleicht schon länger mal jemand anfangen können, um das zu ändern in Deutschland. Dass man halt die Kinder auch zu Hause erziehen kann. Man, gut, ihr habt christliche Schulen, aber diese christlichen Schulen sind ja auch wiederum vom System, ja, beeinflusst. Ja, aber das ist halt etwas, was vielleicht die Christen in Deutschland schon viel länger mal hätten tun sollen, sich da vielleicht von der Politik trennen oder von ja, der weltlichen Politik trennen. Hat ja niemand was gemacht, die ganze Zeit schon. Es hat ja niemand gestört, ja, dass die Kinder, na gut, wir schicken die Kinder in christliche Schulen und dann haben wir gedacht, ja, ist alles okay. Aber das ist es ja nicht, ja. Wir wollen ja, dass die Kinder nicht mitschwimmen mit der Welt. Ja? Und inwieweit die christlichen Schulen anders sind, habe keine Ahnung. Ja? Nur weil man jetzt Bibel unterrichtet, heißt noch lange nicht, ja, dass man etwas anders macht. Und da muss man halt vielleicht auch anfangen. Da hat niemand, das interessiert niemand. Ja? Hauptsache, wir gehen am Sonntag in den Gottesdienst und dann ist alles geritzt. Ja? Na gut, ich übertreib's. Ich übertreib's. Aber ja, ich glaube halt, da will halt dieser Frank Viola anfangen. Wie können wir anders leben, wenn wir im Reich Gottes, dem Reich Gottes angehören? Auf alle Fälle dürfen wir keine Angst haben, ja, was das System uns gibt, sondern wir müssen immer Gottvertrauen haben. Gott wird uns in Ordnung beschützen. Wir wissen ganz genau, ich hoffe, wenn ihr es nicht wisst, müsst ihr wirklich anfangen, euch zu informieren,
wie dieses System euch angelogen hat schon, ja, schon ständig angelogen hat. Und das wissen ja die meisten ja auch nicht, wie sehr sie angelogen wurden in allen Arten, wie es nur geht. Ja, Wissenschaft, Gesundheit. Gesundheit ist ein sehr riesiges Gebiet, wo die Welt uns angelogen hat, bis geht nicht mehr. Ja, und da müssen wir wirklich anfangen, wirklich unsere neue, uns ganz davon wirklich entfernen. Besonders vom Gesundheits, was soll ich sagen, Gesundheitsgebiet. Ja, müssen wir uns entfernen davon. Also das ist meine Meinung. Jeder kann machen, was er will. Aber wenn ich mich halt wenn ich halt weggehe von diesem System, das ist ein Teil. Das Weltsystem, also das Gesundheitssystem und auch das Ausbildungssystem. Und dann müssen wir uns überlegen, ja, was machen wir? Ja, was machen wir? Wir müssen da immer, immer wieder konfrontiert werden. Was ist diese Welt und was ist wirklich Reich Gottes? Wir gehören nicht zum Reich Gottes. Ja, wir sind nicht Bürger dieser Welt. Das hat schon Abraham gewusst. Aber ich komme zum Ende. Ja, ich werde euch mehr und mehr von diesem Buch erzählen. Und irgendwann könnt ihr es mal vielleicht selber, wird es sicher übersetzt, und ihr könnt es selber lesen. Es gibt sehr viele Bücher von Frank Viola, die euch anschauen könnt. Und ja, alle diese Bücher sind wirklich Erneuerung. Er fängt ja an mit, dass er merkt, wie falsch die Gemeinden sind. Ja, die Kirche. Und was das halt alles auf sich hat mit der heidnischen Dingen, die in die Kirchen geflossen sind. Und er hat da nicht angehalten. Er hat da weitergemacht, weil er halt wachsen wollte im Herrn. Und jetzt ist er halt dabei, sich, ja, so zu begeben, wie wenn man im Reich Gottes lebt. Also, Leute, ich komme zum Ende. Lasst den Heiligen Geist euch leiten. Ich hoffe, dass es etwas geholfen hat. Ja, es hat alles zu tun, Leute, mit der Entrückung. Alles. Weil wir ja jetzt uns vorbereiten. Wir müssen uns jetzt vorbereiten auf das Reich Gottes. Ja? Ganz egal, wie lange wir noch hier leben, aber wir bereiten uns auf das Reich Gottes vor. Und im Reich Gottes wird es ganz anders sein, wie jetzt in dieser Welt. Das kann ich euch nämlich sagen. Und wenn ihr nicht vorbereitet seid, braucht ihr nicht erwarten, dass ihr dann hinterher, ja, eine ganz besondere Rolle bekommt, wie ihr nun tätig seid im Reich Gottes. Das wird wahrscheinlich nicht passieren. Also dann, lasst den Heiligen Geist euch leiten.